Jetzt ist Showtime! Der Löwe springt auf einen Felsen, posiert wie ein Bodybuilder, schüttelt seine Mähne und... Die Menge ist begeistert. Ja, Alex ist wirklich der Star des Zoos und er genießt es. Danke sehr! Vielen Dank! Ihr wart ein tolles Publikum! Auch ihr habt einen Applaus verdient! Ha? Danke, danke! Oh, womit habe ich das nur verdient? Aber nicht alle fühlen sich hier so wohl wie Alex. 4 Pinguine wollen raus aus dem Zoo. Seit Tagen arbeiten sie an einem Tunnel in die Freiheit. Das darf natürlich nicht auffallen, deshalb gräbt nur einer von ihnen. Die anderen lenken die Besucher ab. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Skipper, der Boss der Pinguine, schiebt vorsichtig die Fischschüssel zur Seite, die den Tunneleingang verdeckt. Kowalski, Zwischenbericht! Bis zur Kanalisation sind es noch 150 Meter. Und die schlechte Nachricht? Unsere letzte Schaufel ist abgebrochen. Tja, die Arbeit ist mühsam. Vor allem, wenn man nur Plastiklöffel zum Graben hat. Rico, du gehst auf Müllpatrouille. Wir brauchen Schaufeln und treib noch ein paar Eisstiele auf. Der Schacht darf nicht nochmal einstürzen. Und ich, Skipper? Du schaust einfach nur süß und knuddelig rein, Private. Heute verpfeifen wir uns aus dieser Bruchbude. Damit müssen sie allerdings bis zum Abend warten, klar. Aber endlich ist es soweit. Die Besucher verlassen den Zoo. Marty winkt ihnen fröhlich nach.